Gut, okay. Ach so, ist gut. Jetzt ist groß. So, nur einzeln. Ich habe nämlich nur zwei hier. Also gut. Dann gehen wir mal weiter. So, ich darf Sie jetzt zunächst mal bitten, sich von Ihren Plätzen zu erheben. Wir trauern um unser Vorstandsmitglied Reinhard Fischer, der am 15. März 2023 im Alter von 84 Jahren verstorben ist. Herr Fischer war der stellvertretende Vorsitzende, also mein Stellvertreter im Amt der Landesseniorenvertretung Rheinland-Pfalz. Seit 2012 war er Mitglied im Vorstand. Die Anliegen der SeniorInnen wie Barrierefreiheit, die Gemeinde Schwester Plus, haben wir ja heute schon viel gehört davon, war sein Baby. Dann neue Wohnformen, Wohnen im Alter. Und er hat sich auch vehement für die ärztliche Versorgung im ländlichen Raum eingesetzt. Es lag ihm sehr am Herzen und er hat mich auch unterstützt in diesem Kooperationsgedanken, damit hier auch mehr Ärzte aufs Land gehen. Wir wissen Reinhard Fischer sehr und werden ihn nicht vergessen. Ich danke, Sie können wieder Platz nehmen. Ich muss weiter. Das Bild ist von der Urnenbeisetzung am 30.03. auf dem Friedhof in Ebertsheim gemacht. So, mit welchen Themen haben wir uns beschäftigt? Die Pandemie, haben wir schon gehört, es war ein ganz wichtiges Thema. Da habe ich gerade so seniorengerecht jedes Wochenende einen Corona-Update gemacht auf dem YouTube-Kanal. Das ging ja in Social Media drunter und drüber. Jetzt immer noch, hilft uns nicht. Ja. Natürlich sind da Fehler gemacht worden, aber im Nachhinein ist man immer schlauer. Auch bei Seniorinnen, auch in Altenheimen, das ist nicht optimal gelaufen. Aber wir hatten keine Gelegenheit, vorher sowas zu üben. Wenn nächste Mal eine Pandemie kommt, sind wir vielleicht schlauer. Dann Altersdiskriminierung. Das wurde ja auch angefragt von einigen Delegierten. Das ist ein Dauerthema. Ich habe jetzt zum Beispiel mitbekommen, dass ein Patient mir erzählt hat, er wollte einen Leihwagen organisieren für seinen Urlaub in Spanien. Das durfte er nicht, weil er älter als 65 ist. Er hat dann den Namen seiner Frau angegeben, die ist nämlich erst 60. Das muss man sich mal vorstellen. Der steht noch voll im Job. Der ist sogar im Bundestag. Da muss man doch sagen, Mensch, dann gib doch das mal weiter. Oh ja, meine Frau hat es ja gemacht. So geht das nicht. Wir müssen da kämpfen. Ja, ja. Es gibt einen Menschen in Amerika, der ist 80, der bewirbt sich jetzt für die zweite Legislaturperiode. Da wird auch gerade dafür auch kein Leihwagen gestellt. In Amerika darf er einen Leihwagen stellen. Ich habe mich schlau gemacht. Und solche Kleinigkeiten, das ist einfach nur Frechheit. Ja? Auch wenn Sie sich manche Werbung angucken. Irgendwie sind wir alle ein bisschen deppig, gell? Auf einem gewissen Alter. Ja, auch das ist der liebe Opi. Ja, so. Ja? Ist noch harmlos, aber Altersdiskriminierung ist natürlich ein Dauerthema, auch bei uns im Vorstand. Seniorenmitwirkungsgesetz, das ist für mich fast das Allerwichtigste. Ja. Da werde ich jetzt noch kurz drauf eingehen. Wohnen im Alter, neues Wohngeldgesetz. Kennt sich Alexander von Rettberg ganz gut aus, ist da auch am Arbeiten mit den Kreisverwaltungen. Und dass das einfach vereinfacht wird, auch für diejenigen, die das beantragen, da sind wir dran. Dann ein wichtiges Thema, Wege aus der Einsamkeit. Machen wir jetzt in der Modellregion, wo ich herkomme, Wöllstein, machen wir mit den Gemeinden, die zur Verbandsgemeinde gehören, machen wir ein Projekt, Wege aus der Einsamkeit,
auch möglich dank unserer digitalen Botschafter. Ich kam auch darauf, in der Pandemie, da hat eine Patientin zu mir gesagt, ach, wissen Sie, ich habe das jetzt gemacht, da gibt es eine Frau in Hamburg, die da sehr federführend ist, ich habe das ja gemacht und wir haben uns dann digital getroffen zu irgendwelchen Themen, aber Herr Doktor, das kann man ja auch einfach mal so machen. Das haben wir jetzt einfach mal so gemacht. Zweimal in der Woche treffen wir uns jetzt. Dann prosten wir uns zu. Die einen hatten Eierlikör da stehen, die anderen einen Rotwein, ein Bier oder ein Wasser. Dann prosten wir uns zu und dann wird einfach ein bisschen getratscht. Das sind zwei Abende weniger Einsamkeit in meinem Leben. Und das hat einen Vorteil der Pandemie. Ja? Das hat nämlich diese Digitalisierung, diese Möglichkeit des Austausches über eine Videokonferenz hat es vorangebracht. Also Wege aus der Einsamkeit ist ein großes Thema auch der Landesunionsvertretung Rheinland-Pfalz. Dann, was Sie eben schon gehört haben, die barrierefreie Kommunikation, Vortrag von Frau Dr. Stefanie Köhler, ein ganz, ganz wichtiges Thema. Ich habe schon Krankenkassen angeschrieben und habe gesagt, bitte formulieren Sie das nochmal barrierefrei in leichter deutscher Sprache. Wütende Anrufe, solche Sie sind dazu verpflichtet, habe ich einfach mal behauptet. Ja. Aber da muss die Kooperation. Es ist ja vor allem Hausärzte sind ja davon betroffen, ja, die das ja dann machen müssen. Da bringt uns die Kooperation weiter. Bitte denken Sie dran, nehmen Sie den Flyer mit, in großer Zahl, ich habe extra nochmal nachdrucken lassen, nicht nur für Sie, sondern auch zum Weiterverteilen. Digitalisierung, Leben mit, ohne Internet, da werden wir ja unseren zuständigen Minister Alexander Schweizer heute noch, der wird noch da was dazu sagen, der kommt demnächst, 12.15 Uhr, ja, und Digitalisierung ist und bleibt natürlich ein Konfliktthema, ich zitiere ihn jetzt, ja. Wir werden das auch versuchen, voranzutreiben, dank unserer digitalen Botschafter. Wir werden auch versuchen, dies nicht hinbekommen, analog nennt man das ja, hinzukriegen. Aber eins ist schon sicher, die Digitalisierung ohne diese Kenntnisse werden natürlich viele Lebenschancen nicht organisiert. Das muss man einfach wissen. Und es geht ja auch bei der mit und ohne Internet, es geht ja auch nicht nur darum, dass Sie jetzt ins Internet gehen können, das können ja die meisten, sich informieren können. Aber es geht auch darum, dass man sich einen Arzttermin nur noch digital organisieren kann, kann im Moment nicht sein. Auch da wiederum die Kooperation mit den Niederklassenärztinnen und Ärzten, vor allem halt die Hausärzte. Das können wir nicht machen. Wir können das nicht nur digital machen, weil das ist schon wieder hohe Kunst. Das ist schon etwas mehr, als dass man sich nur den YouTube-Kanal anguckt. Ich habe selbst erlebt, ich wollte meiner Frau zu Weihnachten, habe ich dann auch gemacht, Theaterkarten schenken. Da kam dauernd, sie haben ihre Zeit überschritten, fangen sie nochmal von vorne an. Ja? Dann habe ich mir einen Spickzettel gemacht, damit ich schneller tippen konnte. Also ich bin viel unterwegs, digital. Aber das sind auch so Dinge, da muss man einfach sagen, hey, wir brauchen ein bisschen mehr Zeit. Es hat dann irgendwo geklappt, aber erst nachdem ich mir schriftlichen Spickzettel gemacht habe und dann kam das wieder und konnte ich schnell eingeben. Sonst kam sofort, wupp, Sie haben Ihre Zeit überschritten oder sowas. Ja, also, ja, gut. Also Digitalisierung mit ohne Internet, ein ganz, ganz wichtiges Thema, auch wirklich für die Seniorinnen und Senioren, die eben nicht das noch lernen wollen. Also analog. Klammer auf, altmodisch, Klammer zu. Ja, elektronische Patientenakte, das ist auch ein Thema, auch wiederum die Kooperation wichtig. Sie haben es vielleicht gelesen, in Australien sind Millionen von intimen Gesundheitsdaten gehackt worden. Gehackt heißt geklaut, veröffentlicht worden. Ja? Aber das ist auch ein Thema, damit beschäftigt sich ja auch die Politik oder Datenschützer und es gibt ein Gesundheitsdatennutzungsgesetz und es gibt eine Petersberger Erklärung, da kann man einiges nachlesen oder auch, wir können auch als Senioren Verbesserungsvorschläge machen,
Und es ist aber ein Thema, was viele ältere Leute, aber auch jüngere Patienten bewegt. Was schreibt denn der Arzt da alles in diese elektronische Patientenakte von mir? Also da sind wir auch dran. So, und last but not least habe ich auch schon erwähnt, die Aktion Ärzte unterstützen ihre Patienten und Patienten ihre Ärzte. Bitte nehmen Sie von den Flyern eine ausreichende Zahl mit. Wir brauchen ein Seniorenmitwirkungsgesetz, gar keine Frage. Da steht drin, zum Beispiel in der Landkreisordnung kommt das immer wieder vor, das Wort können, die Beiräte können. Ja? Gegenüber den Organen des Landkreises können sie sich äußern. Wir sind der Meinung oder fordern es, statt können sollte man sollen schreiben, beziehungsweise noch besser wäre natürlich ist oder sind oder muss oder müssen, damit da einfach mehr, für da mehr Mitspracherecht haben. Dann 5. Landesgesetz zur Änderung kommunalrechtlicher Vorschriften vom 22. Dezember 2003, 5. Abschnitt, da steht halt auch, in einer Gemeinde können, die Beiräte können. Auch hier die Bitte, das zu ersetzen durch mindestens sollen bzw. muss. Wir haben am 27.02. ein Gespräch gehabt bei unserem zuständigen Minister, da haben wir eine Forderung nach einem Seniorenmitwirkungsgesetz der Senioren bei Rittikusel, Kaiserslautern, Neustadt, Worms, südliche Weinstraße. Das hat sich noch durch weitere Seniorenvertretungen, ist das noch erweitert worden, was wir da überreicht haben. Und das war natürlich eine gute Maßnahme und als Beweis, dass wir es übergeben haben, hier das Bild mit Alexander Schweizer und diesem Papier. Der Vorschlag war ein Altenparlament, auch in diesem Gespräch. Plurale Zusammensetzung, politische Parteien bleiben außen vor. Sicherlich etwas Wichtiges. Das Altenparlament formuliert Beschlüsse, die müssen in den Ausschüssen behandelt werden. Und anschließend geht es in die Parlamentsfraktionen, Abstimmung im Parlament. Wenn natürlich dann gegen den Antrag abgestimmt wird, das ist Demokratie. Alles andere, ich werde diese Folien auch, können Sie auch auf unserer Homepage nachlesen. Ich beeile mich jetzt ein bisschen. So, dann gibt es ein Beispiel Bayern. Da wurde ein Gesetz, ich nenne das mal per Ort und der Mufti, wurde einfach gemacht, verabschiedet. Aber das ist eine Mogelpackung. Da stehen genauso diese Wörter drin, die mir nicht gefallen, nämlich können. Ja? Und nicht muss oder ist oder soll. Ja? Also deswegen nicht denken, da wird große Werbung gemacht für das Seniorenmitwirkungsgesetz Bayern. Es ist nicht das, was auch die Landesseniorenvertretung Bayern sich gewünscht hat. Es ist einfach von oben herunter diktiert worden, auch wie die Posten besetzt worden sind. Naja, das war ein Kollegen, Freunde, Grillfeste, Mauschelei. So. Ja, was ich Ihnen noch empfehlen möchte, der Spiegel von Nummer 13, vom 25.03.23, super, wenn Sie nicht drankommen, wir haben es auch digitalisiert, können wir Ihnen auch, oder wir stellen es am besten auf die Homepage, ja. Ein super Artikel muss man gelesen haben, ja, die Bilder schon, hier gucken Sie mal, 60 plus wird aussortiert und kommt aufs Förderband, wehe, wenn du älter bist, ja. Titelblatt, plötzlich zu allen Fragezeichen. Ja gut, das dazu, bitte nicht vergessen, diese Flyer in den Hausarztpraxen zu verteilen, liegen außen vor. Und dann danke ich erstmal für Ihre Aufmerksamkeit. Wie gesagt, ausführlicher haben wir wirklich nicht die Zeit, mache ich dann aber auf dem YouTube-Kanal auch zum Nachschauen oder auf der Homepage zum Nachlesen. Die Website ist seit heute Nacht ist die online und wenn Sie mir schreiben wollen, dr-gerhard@t-online und auch meine Handynummer können Sie sich gerne aufschreiben
Ich habe nichts dagegen, wenn Sie mich kontaktieren wollen. Wenn Sie was ganz Tolles haben, können Sie mich auch in Wendelsheim besuchen. Sie sehen das Interview mit dem Herrn Wittig aus Schifferstadt als Beispiel, was ich dann gerne mache, damit Sie sich in ganz Rheinland-Pfalz auch entsprechend informieren können. Sie kriegen es wahrscheinlich mit. Ich habe dieses Amt übernommen, nicht, weil es ganz nett ist, sowas zu haben, weil ich mich einfach für unsere Altersgruppe, für unsere SeniorInnen und Senioren wirklich einsetzen möchte. Sonst gibt es keine Motivation. Geld spielt da keine Rolle, da gibt es nämlich nichts dafür. Es ist alles ehrenamtlich. Aber wenn man sowas macht, sollte man es auch richtig machen. Und da hat auch natürlich der Vortrag von Frau Dr. Köhler wie die Faust aufs Auge gepasst. Man muss es nur dann auch umsetzen. Man muss dann auch den Mumm haben und sagen, nee, lass ich mir nicht gefallen. Und wenn man dann noch einen Hausarzt hat, der noch mitzieht, dann ist man ein ganzes Stück weiter. Deswegen kann ich es nur nicht, gar nicht oft genug betonen. So, ich gehe mal weiter in unserer Tagesordnung. Es käme dann... Dankeschön. Es käme dann eine Schatzmeisterin zu Wort. Und sie wird uns eben etwas über die geldliche Situation erzählen. Liebe Gerda Zinser, bitteschön, du hast das Wort. Der Vorteil von Zahlen ist, dass sie meistens klar und sachlich sind, meistens, und dann auch vielleicht etwas zügiger gehen. Ja, der Kassenbericht liegt Ihnen vor. Sie können das soweit mitverfolgen. Wir haben Einnahmen von 33.759,37 im Jahr 2022 gehabt. Da ist der Hauptpunkt die 30.000 Euro Landeszuschuss der Landesregierung. Dafür danken wir ganz herzlich, denn wir sind nur mit diesem Landeszuschuss arbeitsfähig. Für die im September alle drei stattgefundenen Regionalkonferenzen in Nord, Süd und Mitte hatten wir einen Projektantrag gestellt, und der wurde mit einem zusätzlichen Landesbeitrag von 1.445 Euro bezuschusst. Unsere Ausgaben betrugen im Jahr 2022 33.044,84 und erklären sich durch die Positionen 210 bis 260. Oben 210, 211 sind die Personalkosten und die Miete der Geschäftsstelle. Diese Positionen sind gleichbleibend, im Wesentlichen gleichbleibend und von daher auch gut planbar. Sie stehen auch für sich, während die Positionen 212 bis 260, ich habe hier, glaube ich, einen Schreibfehler, da steht 250, bis 260 gegenseitig deckungsfähig sind. Bis zum Frühjahr, das haben wir ja alle so auch erlebt, Frühsommer 2022 war die Arbeit der Landesseniorenvertretung noch geprägt von der Corona-Pandemie. Wir hatten im letzten Jahr eine Online-Mitgliederversammlung. Wir hatten die Vorstandssitzungen im Herbst, bis zum September nur online. Und auch die Mitarbeit in den Gremien, wo jeder vom Vorstand in verschiedenen Gremien mitarbeitet, waren in der Regel, wenn sie stattfanden, online. Auch zu den regionalen Seniorenverbänden, was ja ganz besonders über Frau Gerhardt geht, fand weitgehend per Mail, Telefon und Brief statt. Für die Haushaltsaufstellung bedeutet das, dass sich zum Beispiel die Kosten für die Mitgliederversammlung letztes Jahr im April nicht wie normalerweise in Position
220, sondern in 212 niedergeschlagen hat, da die Kosten der Mitgliederversammlung fast ausschließlich die professionelle Zoom-Unterstützung war. Ab Spätsommer konnten alle Vorstandssitzungen wieder mit persönlicher Teilnahme stattfinden, ebenso die Kontakte des Vorsitzenden zu Bundeseinrichtungen oder auch die der Vorstandsmitglieder zu anderen Verbänden, zu Gremien. Das lässt sich auch in den Positionen, in der Position 217 ablesen. Und dafür, dass dann diese Kosten, diese Reisekosten erst ab September entstanden sind, denke ich, waren wir ganz aktiv. Ja, Kosten für Stand, Material und Teilnahme am Rheinland-Pfalz-Tag in Mainz schlagen sich im Wesentlichen in der, im Punkt 230 nieder. Im September, Oktober fanden drei Regionalkonferenzen statt. Das finden Sie in der Position 220 im Wesentlichen. Natürlich auch noch ein bisschen was in Öffentlichkeitsarbeit und so, Büromaterial und solche Sachen. Unter der Position 260, die letzte Position, verbirgt sich die Rückzahlung des Überschusses von 2021. Ihnen ist sicher aufgefallen, dass in Position 212 die größte Differenz zwischen Plan und Ist ist. Das hängt auch damit zusammen, dass unsere Internetseite, die zwar heute erst freigeschaltet wurde, aber schon im letzten in den letzten 6 Wochen, also so die letzten 2 Wochen des Novembers und die Wochen im Dezember, eigentlich fertiggestellt war. Es gab dann noch ein paar kleinere Probleme, unter anderem eben auch hängt das zusammen mit der Erkrankung von Herrn Fischer. Wir brauchten Fotos noch für die Homepage und wir wollten natürlich warten, in der Hoffnung, dass er wieder gesund wird. Da hatten wir ja alle mit gerechnet. Und jetzt hat sich das natürlich hinausgezögert und können das erst nach der Wahl machen und werden das auch wahrscheinlich erst heute machen. Aber sie ist jetzt trotzdem erstmal freigeschaltet worden. Dadurch, dass aber ansonsten die Gestaltung der Homepage sehr schnell ging, konnten wir auch den größeren Teil schon in 2022 finanziell begleichen und dadurch entstand dann auch diese große Differenz. Ja, die anderen Posten sind oder die anderen Positionen, die sich ebenfalls in diesem in 212 stattfinden, sind eben, wie schon vorhin gesagt, die Kosten der Online-Mitgliederversammlung, eine professionelle PowerPoint-Präsentation, die wir von der LSV gestaltet haben. Ja, und dann natürlich auch die bislang laufende Firma musste bezahlt werden, dann der Host und so weiter und Unterhaltungskosten für die Website und so weiter. Die Kasse wurde am 14.03.2023 von Herrn Hans-Georg Korsch und Frau Roswitha Meyer-Kahl in Mainz geprüft. Ja, das ist von mir aus der Bericht zum Haushalt. Ich glaube, es gibt jetzt den Bericht der Revision und wenn dann noch Fragen sind oder so, kann noch kurz eine Aussprache gemacht werden. Vielen Dank. Herr Korsch hat Vortrag. So, Kassenprüfung für das Geschäftsjahr 2022. Wie bereits eben angesprochen, erfolgte die Prüfung am 14.03. durch Frau Roswitha Meyer-Kall und durch mich. Zusätzlich anwesend waren die Frau Zinse und die Frau Gerhardt. Wir haben für den Zeitraum 1. Januar bis 31.12.2022 das Kassenbuch, die Buchungsbelege und die Kontoauszüge geprüft. Als Ergebnis ist festzustellen, alle Unterlagen waren lückenlos vorhanden.
Die Buchungsbelege wurden auf sachliche und rechnerische Richtigkeit geprüft und die Buchungsvorgänge nachvollzogen. Die ordnungsgemäße und korrekte Kassenführung wird bestätigt. Mainz den 14.03.2023, Roswitha Meyer-Karl und Hans-Georg Horsch. Danke. Vielen Dank. Meine sehr verehrten Damen und Herren, jetzt habe ich die Bitte an Sie, wenn Sie dazu, weil wir wollen ja dann den Vorstand entlassen, dazu jetzt Fragen haben, würde ich Sie bitten, die zu stellen. Allgemeine Fragen auch zu meiner Zusammenfassung können wir auch nach dem Mittagessen noch machen. Aber jetzt vor der Entlastung des Vorstandes und Nachwahl müsste ich Ihre Fragen, würde ich mich freuen, wenn Sie Ihre Fragen jetzt stellen könnten, damit wir sie beantworten und dann zügig weiterkommen mit Entlastung des Vorstandes und Nachwahl. Gibt es also dazu Fragen zu dieser meines Erachtens sehr schlüssigen Darstellung von Frau Zinser und unseren Prüfungen? Das ist nicht der Fall. Dann kämen wir zur Entlastung des Vorstandes. Wer stellt den Antrag? Der Revisor, bitteschön. Ja. Hiermit stelle ich den Antrag auf Entlastung des Vorstandes. Ja, vielen Dank. Das können wir per Akklamation machen. Wer ist für die Entlastung des Vorstands? Bitte das Handzeichen. Das sind eine ganze Menge. Wer ist dagegen? Wer enthält sich? Bei keinen Enthaltungen einstimmig ist der Vorstand. Wir, Enthaltung der Betroffenen, klar. Und wir, ansonsten vielen Dank für diese Entlastung des Vorstands.